Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Männerlords. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. In der letzten Folge. Oh Moment, wir sollten kurz pausieren. Ist ja so einiges passiert. So sieht unser Dorf aus. Es wird so gut es geht repariert. Also, was heißt repariert? Wir sind noch dabei, einige Gebäude hier zu reparieren. Und wir sollten hier kurz auch gucken, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben. Zu reparieren, weil das ist ja das. Es ist ja leider so, dass man jedes einzelne Gebäude selber nochmal beauftragen muss, dass es repariert wird. Und bestes Beispiel hier zum Beispiel. Hier. Das muss ich alles nochmal extra anklicken. Falls ihr doch eine bessere Methode wisst, ja, wie man das vielleicht einfacher mit einem Mausklick hier das machen kann, dann lasst es mich gerne in den Kommentar wissen. Weil ich weiß das nicht. Und muss jetzt hier wirklich gefühlt alles einmal erst selber anklicken. Ich meine, mit einem Doppelklick wird ja auch nicht alles markiert, so was ähnliches, ne? Das ist ja auch so mal nochmal so ein Ding. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall alles, was geht, erstmal reparieren lassen und uns dann voll und ganz auf unser zweites Dorf den Fokus legen. Der ist ja wenigstens aktuell in einer viel, viel besseren Verfassung. Vor allem jetzt erst recht, ne? Aber wir werden gucken, dass unser, wie heißt unser Dorf? Zwickau? Zwackau? Wie war der Name? Zweiau. Dass Zweiau sich für Green Hulk rächen wird. Ich müsste auf jeden Fall schon einige Bogenschützen bereit haben. Aber ja, ich meine, 14 Bogenschützen können nichts gegen 40 Banditen anrichten, leider. Ich würde ja auch noch im traurigen Fall wahrscheinlich nur ein oder zwei Gegner besiegen können. So, also. Alles, was von den Banditen verbrannt wurde, geplündert wurde, sollte jetzt eigentlich repariert sein. Sollte. Wir haben halt nicht genug Vorräte. Ich werde die jetzt einfach mal alles mögliche reparieren lassen und gucken, dass die das jetzt hier irgendwie in den Griff kriegen. Hier, Ruine, das habe ich vergessen. Vor allem das hier höchste Priorität, gerade wo es noch Juli ist, wegen Essen. Die wichtigsten Sachen haben die höchste Stufe. So, gut, dann sind wir bereit und können gleich wieder starten. Also was heißt starten, weiter loslegen. Aber ich lasse aber noch ganz kurz hier in, guck mal, wir haben minus 50. Okay, wir brauchen Bauholz. Ja, das ist ja. Die werden das schon machen. Also bevor ich hier wieder alles starten lasse, ich habe jetzt vorhin das Problem gemacht, dass wir Problem gehabt, dass wir 14 Einwohner nur haben. Und das Ding ist, wenn ich denen jetzt hier sage, komm, du machst mal jetzt hier Produktionsfokus, dann nimmt das ja auch einem Dorfbewohner weg. Und wir haben ja hier eigentlich eine gute Logistik, die am Laufen war, was jetzt nicht mehr ganz so ist, weil ich das jetzt nicht mitberechnet habe. Also, was ich damit sagen will, ist, wir nehmen jetzt kurz jeden Mitarbeiter raus, weil wir gucken müssen, was gerade dringend gebraucht wird, damit wir es gut damit wir die Arbeitsplätze einigermaßen gut aufteilen. Raus, raus, raus hier. Komm, wir haben immer noch 9 zum Beispiel. Das hier waren jetzt nur 3 Arbeitsplätze. Hier ist auch noch einer. Du gehst auch raus, ebenfalls raus.
Weil wir müssen gucken, wie viele Leute wir jetzt im Dorf haben, die gerade für Logistik-Sachen überhaupt in Frage kommen. Deshalb gehe ich gerade nochmal doppelt und dreifach über jedes Feld und gucke nach, ob ich auch die Mitarbeiter rausgeholt habe. Aber das sieht gut aus. Vor allem, das müsste auch so hinhauen mit den Gebäuden, wo ich Sachen in Auftrag gegeben habe, damit die gebaut werden. So, und für die Leute, die ich immer noch nicht verstanden habe, was ich hier eigentlich sagen will, ist, ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Region meine ganzen Leute, die arbeiten können. Also hier, wir haben ja insgesamt 14 Familien und das sind insgesamt 42 Menschen, also Gesamtbevölkerung. Wir haben jetzt 8 Leute, die insgesamt für Logistik, also Beeren sammeln, jagen können. Und diese 6, die sind zum Beispiel jeweils hier in diesen Häusern am Arbeiten. Ich könnte jetzt sagen, hier, ich mache Pause. Dann würde das wahrscheinlich... Warte mal, machen wir es mal kurz. Und gut, ich müsste wahrscheinlich kurz das Spiel starten. Arbeit stoppen. Gut. Ja, dann also doch nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dann stoppe ich einfach nur, damit der nicht produziert. Naja, auf jeden Fall habe ich hier Leute, die halt auch arbeiten. Ne? Zum Beispiel. Warte mal, wir haben 6 Leute hier. Eins. Okay. Eins. Zwei. Zwei, okay. Drei. Okay. Okay, wir haben eigentlich nur 3. Warum ist es hier dann? Warum ist es hier mit 6? Ist die Frage. Nehmen vielleicht diese Bäume und so auch Arbeitsplätze weg? Also wir haben Bogenwerkstätte, 2 Stück. Hier Bogenwerkstatt. Da steht ja hier sogar Bogenwerkstatt, Bogenwerkstatt. Hofstätte, Hofstätte, Tischlerei, Personen, 2. Okay. Das muss ich tatsächlich mal gucken, was hier noch irgendwie Arbeitsplätze wecken. Weil das fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Also wir könnten es vielleicht hier die verweist. Nee, das ist auch nicht. Aber nun gut, also wir haben hier genug Essen und Trinken, aber wir brauchen Bauholz zum Beispiel. Das heißt, hier darf und muss auf jeden Fall einer arbeiten. Dann Bauholz, Bretter. Wir werden hier gleich noch einige Häuser bauen. Dafür brauchen wir Bretter. Brennholz. Ja komm, mach auch mal hier Brennholz. Aber keinen Marktplatz aufmachen, das brauche ich nicht. Seegrube. Okay. Also wir haben jetzt schon mal Holz abhacken und dann haben wir Bretter und dann haben wir, damit die hier Feuer machen. Dann sollten wir noch Leute beauftragen, die Beeren sammeln. Hier reicht einer aus. Dann soll der noch jagen gehen. Apropos jagen, wie sieht's hier aus? Ja, gut. Dann haben wir noch 3. Vielleicht sollten wir... Vielleicht sollten wir... ich hatte ja auch noch mit meinem Dorf hier eigentlich Waren hin und her verschickt, was ich ja jetzt auch so nicht mehr gut machen kann. Wir lassen auf jeden Fall noch einen im Förster-Ding arbeiten, damit der hier auch neue Bereiche hier mit Pflanzen deckt. Guck mal, machen wir hier. So. Direkt daneben haben wir dann noch 2. Theoretisch könnten wir dann die 2 hier zuweisen, jeweils ein Lager und ein Ding, aber wir lassen mal ein. Wir haben denen jetzt was im Lagerhaus zugewiesen. Nicht zugewiesen, Familie für Bauarbeiten. Kleiner Stall. Ja, ich habe doch eine Familie.
Okay, jetzt kommen natürlich die 1000 Nachrichten. Ja, auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich hier. Okay, warum schreien die? Okay. Unsere Stadt sage ich, unsere Siedlung sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus und ja, jetzt leiden sie auch noch an Hunger. Ah, das ist schlimm. Da ist sogar schon jemand tot. Verdammt. So leid es mir auch tut, wir müssen uns leider auf dieses Dorf hier konzentrieren, weil wir müssen warten, dass die hier alles fertig einfach reparieren. Deshalb sind uns da leider noch die Hände gebunden. Und hier, Moment, mal kurz auf dem Tisch ein bisschen mehr Platz machen. So, perfekt. Wir können ja die Zeit auf jeden Fall mal beschleunigen. So, wurde hier schon das eine Marktplatz wieder besetzt eigentlich? Nee. Das Ding ist, ich sollte mir hier nochmal mindestens 3 weitere Häuser bauen, weil ich brauche mehr Leute. Eins, zwei, drei. Wir wollten das hier machen, ne? Wo soll ich die Häuser hin platzieren? Guck mal, hier passt doch einer rein, oder nicht? Wenn ich das jetzt einfach mal so ganz frisch so mache. Warum ist das rot? Nicht genug Material? Okay, dann machen wir mal die Geschwindigkeit etwas schneller. Ach, hier ist die. Bedürfnisse unzufrieden. Brennstoff, Lebensmittel. Okay. Ich verstehe, wegen dem Marktplatz, klar. Muss ich das irgendwie. Ich muss da Leute wieder hinschicken, die arbeiten. Bauholz. Warum macht der so wenig Bauholz? Ja, du hast hier hinter dir ein komplettes Wald. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niederlassenen Siedlung an. Okay. Obwohl die Priorität auch hochgesetzt ist, ist hier immer noch leider nichts gebaut. Ja, auf jeden Fall müssen wir gucken, ob wir das so schaffen oder ob wir gezwungen werden, neu zu starten. Aber auf jeden Fall könnte ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auf jeden Fall viel, viel schneller durchstarten. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich neu anfange, entweder offstream oder vielleicht doch im Livestream, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mir hier mindestens vielleicht die Hälfte an Region dann erobere. Ich war ja am Anfang sehr, sehr zögerlich, weil ich ja noch keine Ahnung hatte. 10, 16, 40. Ich könnte schwören, dass wir davor eigentlich nur 20 wilde Tiere haben. Hatten wir das irgendwie geskillt, dass wir mehr haben? Nö. Das ist aber gut. Das wäre natürlich super, wenn es sich von selbst immer vermehrt. Das wäre ein Traum. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil hier hatte ich eigentlich auch so ein Jagdgebiet, aber das ist mir leider ausgegangen. Wie sieht das mit Holz aus?
Okay. Ich produziere weniger Holz, als ich Dings machen kann. Warte mal, Bretter brauche ich ja jetzt gerade noch nicht, oder? Bretter, 3 Stück. Wir lassen den mal kurz Sägegrube pausieren, weil ich brauche gerade mehr Holz. Häuser. Hier, das hier, das war jetzt die Sammlerhütte. Wir haben ja jetzt gleich sowieso Juli. Ich lasse den hier noch schnell sammeln, damit wir keine Essenprobleme haben. Beziehungsweise es wäre sogar eigentlich besser, wenn ich den hier rausnehme. Einer würde schon reichen, damit die alle hier noch mal ordentlich sammeln. So, 7. Das müsste reichen. Hier können wir schon unser erstes Haus hinballern. Ach so, ja gut, dann muss ich so 2. Sagen wir. Warte, wir machen es umgekehrt. Wir sagen, das ist so 1. 2, 3, dann passen wir es einfach an, dass es ungefähr so gleich groß ist. So, perfekt, und das soll ein Ganzes sein. Aber warum hat der dann nicht so. Ah, okay. Nee, aber dann guckt es da nach rechts. Das soll hier auf die Straße gucken. Gut, dann machen wir es halt eben so. 1, 2, 3. So, dann hat er aber nur so ein kleines Garten. Aber warum? Warum so klein? Ich meine, das ist doch fast genauso groß wie das da drüben. Wenn ich das jetzt hier so wechsle, meist dann schon gleich viel, viel mehr Grundstück. Wenn ich hier so Minus mache, ja, dann ist da ein Eingang. Ja, machen wir es lieber so, wo es am besten profitabel ist. Und hier ist es nicht verkehrt. Zeit, nicht so viele Familien für Bauarbeiten benötigt. Wie sieht es hier mit saisonal? Das ist schon fast fertig. Wir haben aber gut gesammelt. Ich muss trotzdem irgendwo einen rausnehmen. Und das ist, glaube ich, bei der Sammlerhütte am besten. Dann kann der hier die weitere Hütte bauen. Hunger, Greenhawk, oh nein. Nein. Guck mal, das hat die höchste Priorität. Ich verstehe nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Also es sieht auch nicht so aus, als ob die hier arbeiten. Ich meine, was braucht ihr? Bauholz. Also. Ja, das ist auch nicht fertig. Wie mache ich das jetzt? Muss ich auf Krampf irgendwelche Gebäude zerstören oder was? Also Moment, ich habe noch eine Idee. Was ist, wenn ich jetzt sage. Aber ich muss ja von denen auch was holen, das ist das Problem. Und die haben ja da fast nichts. Oder? Gibt es hier Bretter? Ne, alles ist auf Null. Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich gezwungen bin, einen Tausch zu machen. Weil jetzt würde ich gerne Bretter rüber schicken. Damit die da was bauen können. Aber das geht wiederum nicht. Und
ich hätte vorhin, glaube ich, nicht alles auf einmal reparieren dürfen. Sondern erst die wichtigsten Sachen wie Holzfällerlager und so. Ja, nun gut, also wir werden mir jetzt einfach nur das hier wegmachen. Das hat ja kein Upgrade, nix. Haben wir schon mal zwei Vorräte. Beziehungsweise zwei Baumstämme. Wird das jetzt. Wohin wird es jetzt getragen? Viehhandelsposten. Guck mal, das brauche ich zum Beispiel gar nicht mehr. Das kann weg. Komm, das kann auch weg. Fischerhütte. Sag mal, die Priorität ist auf Dings gesetzt hier. Auf Holz und so. Verstehe nicht, warum der jetzt. Das da hingezogen hat. Das ist ja nicht genug Stahlfläche. Nein, Digga. Gut, also wenn ich jetzt wirklich alles pausieren muss, dann war das auch wieder leider so ein Fehler, was ich gemacht habe. Guck mal, überall nur eins. Okay, weißt du was? Wir müssen gucken, dass wir alles, was wir können. Großes Lagerhaus hier, das kann weg. So. Wohngebäude, das kann auch weg. Ob wir jetzt kommt jetzt aber irgendwie keiner um das Ding hier. Rennofen und sowas kann auch alles weg, falls sie jetzt das reparieren sollten. Okay, wird jetzt wenigstens was gebaut? Nö. Hier Rennofen, das sind ja alles Sachen, die wir sowieso pausiert haben. Von mir aus sollen die weggehen, die können wir noch mal nachbauen. Okay, ich glaube, ja, die Kirche will ich auch nicht wegmachen. Perfekt, das wird schon mal gebaut. Was haben wir? Nichts, womit wir verhandeln können, gar nichts. Ich will halt auch nicht die diese Häuser hier wegmachen, ne? Ich müsste dann, wenn, irgendein Haus wegmachen, was vielleicht gar nichts hat. Das wäre dann im besten Fall vielleicht das hier, aber da wird auch nichts hier rausspringen. So. Reißen wir mal ab. Und das auch. Das reißen wir auch ab. 28. Oh, das sollte doch vorerst reichen. Also das muss doch reichen. Aber wir lassen die mal hier ein bisschen reparieren und gucken, wie es hier drüben aussieht mittlerweile. So, hier schon die neue Bude fertig. Und wir haben auch Geld. Apropos Geld. Noch eine Familie. Wir lassen den hier auch arbeiten, damit der hier auch einen Marktplatz bedient.
dann auch wieder zu. Es reicht, wenn es nur einer macht. So, dann haben wir hier wenigstens, müsste dann die Zufriedenheit gleich weggehen, weil dann beide besetzt sind. Ne? Wir sputen mal das Ganze, damit der schneller da ist. Ach, jetzt haben die zwei neue aufgemacht. Warte mal, das ist Lebensmittelstand. Was ist das? Ah, okay, ja, da war ja was. Lebensmittelstand. Was machen wir aus dem hier? Was hatten wir hier? Hühner. Das war... Ach, das ist eine Tischlerei geworden. Weil ich... Rüstung, aber... War das nicht davor ein Hühnerladen? Ist das jetzt weg, oder wie? Tatsächlich, guck mal, das ist hier zum Beispiel eigentlich eine Apfelplantage gewesen. Aber Moment, das ist ja irgendwie blöd, wenn ich meine Apfelplantage jetzt zu so einem Bogenwerkstatt gemacht habe, weil dann habe ich ja doppelt mein Dings hier verschwendet. Ach Moment, warte mal, dann habe ich auch keine Äpfel mehr. Oh, das realisiere ich erst jetzt. Brennstoff vorhanden. Ja. Gut. Also wir haben dann jetzt eine Tischlerei und der macht was? Fokus auf. Also wir haben 15 Bogen. Hier Schilde. Wir können noch ein paar Schilde machen. Was können wir hier noch alles rekrutieren? Wir haben das. Speer. Pike. Was brauchen wir dafür? Das. Okay, das kann weg. Alles klar. Auf jeden Fall wird eine einzige Garnison nicht ausreichen, leider. Aber komm, wir können... Wir haben schon mal alles für eine Bogenschütz-Dings. Hier, das hier. 15 von 15. Es fehlen halt nur Rekruten. Was ist, wenn ich jetzt sage, weil ich brauche ja auch nicht mehr. Das war ja jetzt hier das hier, ne? Ups, weg damit. Wir haben Bogen im Überfluss. Gut, dann können wir Bogenschützen bauen einstellen. Hier, wo war das jetzt? Bogenwerkstatt. Ja, mach einfach das, beziehungsweise mach das, wenn du die Rohstoff hast. Soll ja von mir aus dann stehen bleiben. Beziehungsweise wenn ich jetzt sage, stoppe jegliche Bau- und Produktionsfähigkeit, die Zuweisung der Arbeiter wird aufgehoben. Ne, gut, das lassen wir mal so. Jetzt habe ich meine schönen Apfelplantagen, wo ich sowieso 3 Jahre brauche, mit Bogenschützenwerkstätten weggeballert. Oh, Mist. Aber wie sieht das aus? Es ist September. Immer noch nicht fertig. Aber wir lassen die hier eben kurz schnell das Ganze hier fertig bauen, sammeln, weil ich will. Wobei, nee, wir machen das lieber so. Wobei, nee, sammeln wir erst alles. Ich wollte gerade einen nochmal zum Lager zuweisen, damit der das wegholt, aber wir gucken, dass wir das hier ganz schnell fertig sammeln, weil. Ich glaube, im Oktober kann man dann nichts mehr sammeln, wenn ich mich nicht irre. Wie sieht es hier auf dem Marktplatz aus? Hallo, hallo. So, ich habe mal eben kurz auch den Chat aktualisiert. Gut, die zwei... sind so lange da, bis ich hier wieder jemanden eingestellt habe. Wie sieht es hier drüben aus? Alter, die Zufriedenheit geht immer weiter runter.
Oh, was machen die hier? Die streiken einfach. Guck mal, da liegen Baumstämme. Die machen sich noch nicht mal die Mühe. Und wenn ich jetzt sage, jemanden da zuweisen, machen die was? Nö. Die chillen da einfach nur. Also muss ich wirklich auf Krampf jetzt hier Gebäude zerstören oder was? Boah, darauf habe ich gar keinen Bock, wirklich. So, Gemüse kann bleiben. Hier, das ist das für eine Hofstätte. Der Stufe 2, aber hat sonst nichts. Gut, weißt du was? Weg. Hat sich nichts getan. Was kann hier noch weg? Rennhofen in Bau. Weg. Hofstätte. Weg. Seegrube muss bleiben. Was war hier? Kleiner Stall ist wichtig. Vielleicht sollte ich eine meiner Lager hier, der hier kann weg. Dorfschmied auch. Jäger auch. Ja, auf jeden Fall haben wir gefühlt alles, was geht, fast komplett weggemacht. Was kann ich noch wegmachen? Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch. Ich bin auf minus 1. Was machen wir weg? Kleiner Stall. Ah, unsere Bärdings. Jeder, der kann hier rein. Sammelt noch so viel es geht. Gut, nee, machen die nicht. Was können wir wegmachen? Was soll ich wegmachen? Ich bin gerade. Okay, wir. Ach, komm. Nee, warte, wir machen hier weg. Hier ist wenigstens nichts. Gut. Nee, hat nichts gebracht. Ach, ich muss, glaube ich, einen Bauauftrag wegmachen. Minus. Ruine. Was war das eigentlich? Ruine. Nee, das soll gebaut werden zum Beispiel. Aber ich brauche noch irgendwas, damit dieses minus 1 weggeht. Dann sollte es eigentlich gehen. Großes Lagerhaus, Speicher. Ich weiß nicht, am Speicher wird es doch nicht liegen, oder? Warte mal, ich mach mal lieber hier. Ich mach mal hier doch lieber einfach Speicher weg und dann sehen wir es. Eins. So, perfekt, jetzt bewegen die sich. Na gut, nee, die haben sich die ganze Zeit bewegt, aber. Warte mal. Wir haben Bauholz. Habe ich jetzt zugewiesen? Ja, wir können gleich liegen. Gib mir nur so ungefähr 20 Minuten noch, ja? So, ich habe jetzt hier, zumindest läuft jemand schon mal mit einem Ochsen. Transportiert Bauholz. 4. So gut, wenn der jetzt dahin läuft, dann muss er das reparieren. Unsere Priorität ist jetzt erstmal. Nein. Nein, das ist eine ganz falsche Priorität. Niedrigste. Das wäre sogar schön, wenn er jetzt von hier das dahin trägt. Das wäre noch viel, viel besser. Oh nein, ich habe hier alles auf Höchste gemacht. Mittel, Mittel. Auch Mittel kommen und das hier soll einfach noch mal auf sehr hoch geballert werden. Also wir haben hier aber noch sehr viel Holz rumliegen, also das muss eigentlich reichen. Wir haben noch 5 Mitarbeiter. Das einzig Gute ist, dass
die Zeit, die wir hier gerade verlieren, wenigstens bei der Produktion nicht schief geht. Und hier, wir haben auf jeden Fall auch Familien. Wir haben immer noch so viele Familien, obwohl wir hier einige Häuser weggemacht haben. Ich frage mich, ob die bleiben oder ob die nach einer gewissen Zeit weggehen. Oder erst nur weggehen, wenn die Zufriedenheit nach unten ist. Auf jeden Fall laufen die wenigstens hier wieder mit den ein oder anderen Ochsen rum. Ich habe noch Mittag, Leute, die arbeiten können. Ich bin mir gerade unsicher, wo ich die reinstecken soll. Beziehungsweise wo ich sie noch überhaupt reinstecken kann, besser gesagt. Hier, die sind zum Beispiel schon voll. Aber arbeiten tun die jetzt nicht, glaube ich. Nee. Die warten, weil die alle noch unter Schock sind. Hunger. Oder es kann auch sein, dass ich diese Region an Banditen verloren habe und die erst arbeiten, wenn ich die besiege. So, hier ist es fast fertig. Perfekt. Wie sieht das hier aus? Wir haben mittlerweile sehr viel Holz gemacht. Das ist gut. So. Ich mach mal die Geschwindigkeit. Boah, ich werde hier wahrscheinlich die hier einfach gleich hier nach unten ziehen. Tod durch Verhungerung. Ja, die sterben im Nachbardorf leider. Soll ich hier noch zwei ausbauen? Ja, machen wir einfach. Gleich auch. So, jetzt müsste es aber 0 sein. Ne, immer noch 7. Warum brauchen wir denn so lange? 5. Hier einen schon mal raus. Sollte ich hier zum Speicher rein und das schon mal hier einlagern. Gleich der nächste auch. Drei, komm. Zwei und der letzte jetzt. Dann ist es geschafft. So, jetzt ist es null, perfekt. Also raus. Dann kann der hier. Was machen die? Betet, wartet. Gut, der kann raus. Und gleich hier mithelfen mit dem Speicher. Damit wir alles hier ganz schnell rausholen. Gut, geht wenigstens schnell. Greenhawk, schließen sich neue Familien ein. Steht die Holzhütte? Gut, nee, also. Zwar nicht, aber wenigstens ist der Holzfällerlager fast fertig. Jetzt muss nur noch einer kommen und das Ding fertig bauen. Boah, ich muss noch mal die letzten Folgen zurückgucken, aber wir hatten einfach, wenn ich mich nicht irre, fast 140 Leute gehabt. Das tut schon weh, ne? Und wenn es nicht 140 waren, dann waren es auf jeden Fall mindestens 110 auf jeden Fall. Wir hatten die 100er Marke geknackt. Und wir hatten 34 Familienmitglieder. Okay, ja, es ist auch um 2 geschrumpft. Kommt hier jetzt auch jemand bauen? Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Es wäre geil, dass wenn man mit der Maus hier drauf hält, dass dann vielleicht hier direkt so angezeigt wird.
Hier Pösen Architekt, genau, das war bei Pösen Architekt so. Glaube ich, oder? Ja doch. Du hast dann gesehen, wenn die Maus hier drauf ist, hat der dann automatisch so wie wenn jemand arbeitet und du so gucken kannst, was er macht. Hier so angezeigt. Das ist schon geil. Aber wo angezeigt? Die chillen alle da in der Mitte. Ja, schönes Dorf ist geschrumpft. Aber egal, vielleicht hilft es uns dann hier was noch Besseres zu bauen. Also wir mussten ja wohl über übel mehrere Familien leider verlieren. Wie sieht es hier mittlerweile aus? Ausbaustufe 3, Wohnraum erweitern. Ja, das machen wir. Damit wir mehr Leute bekommen. Also wir haben jetzt hier Gemüse, Gemüse, Hühner, Stall. Hier ist ein Tischler. Bogenschütze. Was mich gerade nur ein bisschen enttäuscht ist, ich meine, wenn ich das hier so mache. Ja, wobei, gut, wahrscheinlich heißt das dann, entscheide dich, ob ich das will oder das will. Ne? Jetzt checke ich es gerade erst. Ich dachte, oh geil, der hat Hühner und jetzt kann ich auch noch hier Werkstatt machen. Ich dachte, das wäre so, aber das habe ich halt so nochmal komplett falsch verstanden. Dann kann ich aber ja trotzdem sagen, dass das hier kein Bogenwerkstatt mehr sein soll, weil das brauche ich nicht. Sondern wobei, nee, warte mal, kann ich das überhaupt noch ändern? Nee. Ja, das ist schlecht. Okay, das ist wirklich schlecht, dass ich das nicht abbrechen kann. Also theoretisch kann ich dieses Gebäude einfach abreißen und nochmal komplett neu aufstellen. Ne? Ja, komm, das mache ich jetzt auch. Das ist ja. Ich hoffe, dass das sich auf jeden Fall ändert. Das ist spätestens, wenn Early Access fertig ist. Jetzt habe ich hier ein Level 2 plus Upgrade mit Häusern. Das ist schon. Das ist schon Minus gewesen jetzt. Dann gucken wir mal, wie hatte ich das gebaut. Welche Seite bringt uns mehr Platz zum Anbauen? Ja. Ne, lass mal so. So ist es gut. Und bauen kann ich nicht. Warum kann ich nicht bauen? Ach, wegen den Lagerdingern da. Ja, komm, nimm das mal hinweg. Liegt da noch was? Na, geht's jetzt? Da, perfekt. So, dann bauen wir dann. Weil ich hätte jetzt. Spätestens jetzt hätte ich, glaube ich, meine erste Apfelernte gehabt. Also hier haben wir Hühner, dann Gemüsegarten. Aber cool, guck mal, wir können auch einfach so Kleider produzieren. Ich dachte, ich müsste dafür auch nochmal extra Sachen zusammen machen. Okay. Bedürfnisse nicht erfüllt. Erfrierungstode. Hö, warum? Diese Leute warten auf die Fertigstellung. Ach so, weil hier zu wenig Häuser sind. Klar, logisch. Was fehlt dir, Großer? Jemand, der hier was trägt. Perfekt, und das können wir dann direkt wieder erst upgraden auf 2. Gleich 4 weitere Baumstämme.
Warum? Ich sag dir die ganze Zeit, der soll auf 3 maximal Geschwindigkeit gehen und dann macht er von selbst wieder auf 1. Neue Söldner-Kompanie verfügbar. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich? Das wäre natürlich geil, wenn ich Söldner. Kann ich die bezahlen? Nö. Kosten für die Schatzkammer. Ach, mir fehlen 2. Mir fehlen einfach 2. Euer persönliches Geld, das normalerweise aus den Steuern über das Herrenhaus gezogen. Okay, warte mal. Das ist natürlich Asi. Ich meine. Ey, hast du immer noch nicht. Der hat es immer noch nicht hingekriegt, dass. Naja. Herrenhaus. Auch wenn das jetzt sehr, sehr assi ist. Grundsteuer. 20. Reicht 20? Grundsteuer. Steuern. Ja, wir gucken mal, ob das hier dann gleich steigt. Es ist ja auch nur einmal. Ja, wir müssen mal da gleich ein Auge drauf werfen und gucken, ob das klappt. So, mittlerweile ist das hier auch fertig. Wir bauen hier nochmal unsere Apfelplantage hin. Plus. Oh. Wobei. Nee, das geht ja. Ich war mir gerade unsicher, ob ich mir damit den Platz hier enger mache. Aber ich hoffe mal jetzt einfach nicht. Wir werden es gleich sehen. Nee, gut, perfekt, ist immer noch gleich. Todrutsche Erfrierung, wo? Da, oh mein Gott. Nein! Warte mal, die hatten da gerade einen, der jemanden getragen hat. Suchtschutz wartet. Ah, wegen der Kälte natürlich. Aber die wollen halt auch nicht arbeiten, ne? Ich meine, das müssen die nur aufbauen, dann haben sie wenigstens was zum Bauen und dann läuft das alles eigentlich. Das einzig Gute ist, dass meine Tiere nicht abhauen können. Also einige sind zwar schon abgehauen, aber dass ich wenigstens noch so viel habe. Das ist auch ein, hätte noch viel schlimmer sein können. Apfel habe ich. Das habe ich. Was war hier? Tischlerei. Was machst du? Du machst mir Schilde. Habe ich nicht mittlerweile genug Schilde eigentlich? Nee, ich bin noch bei der Hälfte. 22 habe ich. Okay. Dann haben wir hier Mohrrüben. Theoretisch könnte ich hier sagen, machen wir was anderes. Vielleicht mache ich hier wirklich von jedem eins. Das, ja, ne? Das könnte auch sein. Warte mal, wie viel gibt's? Das ist ein Metzger. Ja, das sind quasi 9 unterschiedliche Sachen noch. Ja, das machen wir. Also, wir können dann gleich sagen. Aber das machen wir lieber später. Jetzt müssen wir erst kurz zusehen, dass wir hier das einigermaßen vernünftig managen. Zum Beispiel der, weißt du was? Ich weiß gerade nicht, ob der weiter Bogen machen soll. Ich meine, ich könnte das, was zu viel ist, verkaufen. Aber wozu auch unnötig produzieren und die Rohstoffe verschwenden, ne? Deshalb machen wir mal pausieren. Wenn ich jetzt pausiere, passiert irgendwas? Nö. Tod durch Verhungerung.
Ah, ich habe es hier mittlerweile wirklich aufgegeben, hier in Greenhawk, in unserer Hauptstadt, Hauptdorf. Ja, gut, ich muss gestehen, das ist eine etwas langweilige Folge geworden, aber dafür wird die nächste auf jeden Fall viel, viel besser. Und hier hat sich auch noch nichts getan mit unserer Grundsteuer. Kann natürlich auch sein, dass wir droht durch Erfrierung. Steuern 20%. Ja, wir verlieren jetzt viel, viel mehr Leute. Doch, Moment, wir haben da was. So, die Steuern können wieder gesenkt werden. So, denn wir haben jetzt wenigstens Vertrag unterzeichnet. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese kleine Truppe hier. Wo ist die? Da. So, versammelt euch mal hier. Komm, eine lange Linie einfach. Drei Bogenschützen. Wir werden sehen, ob wir es schaffen werden. Ich werde aber trotzdem mit alles, was ich habe, drauf gehen. Versammelt euch. Dann kommt mal her. Wie sehen die aus? Ja. Ja, sind schwere Söldner. Oh, okay. Schwere Söldnerbogenschützen. Also ich gehe mal davon aus, dass die im Nahkampf leichte Söldner. Los, Männer. Für Green Hulk. Mal gucken, dass ich vielleicht schaffe, ein geiles Bild zu machen mit den Truppen. So, auf jeden Fall will ich, dass ihr euch hier erstmal versammelt. Also mittlerweile ist fast unser zweiter Dorf genauso groß wie unser erstes Dorf, weil so viele Familien das Dorf verlassen haben. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich schnell mit den Truppen, die kommen, hier angreifen, weil ich habe Angst, wenn die Zeit hier umgeht. Gut, die sind natürlich jetzt erschöpft und so. Aber versammelt euch, Männer! Für die Freiheit von Greenhawk werden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen. Was soll ich machen? Die Soldaten versuchen mit voller Kraft vorzustoßen. Standhaft, die Soldaten versuchen ihre Stellung zu halten. Die Verteidigung wird verdoppelt. Die Häufigkeit der Angriffe wird jedoch halbiert. Nee. Zurückziehen die Formation. Wird allmählich nach hinten verlegt, was den Feind dazu animieren soll, Formation zu folgen. Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir. Oh mein Gott, wir haben noch sehr wenig Zeit. Gut, weißt du was? Ihr müsst darauf einfach ausgewogen. Standhaft stürmen, leichte Söldner, Bogenschützen, schwere Söldner. Also von schweren Söldnern gehe ich eigentlich davon aus, dass sie auch im Nahkampf was machen werden. Entweder habe ich jetzt Glück und ich schaffe es, die zu besiegen, oder das Ganze geht für mich sehr, sehr schlecht aus. Amen!
jeden Fall will ich, dass die hier auf mich zukommen. Wir locken sie auf offenes Terrain. So, jetzt bin ich gespannt, wie das gleich sein wird. Feindliche Einheit gesichtet. Ja, sollen die mal ruhig kommen. Sollen die mal ruhig kommen. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Gib ihm. Du machst Rückzug, zurückziehen und die hier. Rennt mal, Alter. Zurückziehen, ich will nicht, dass meine Miliz drauf geht. Hallo. Hallo, zurück. Renn doch. Ey, das sind Idioten wirklich. Oh mein Gott. Ey, das ist doch wirklich. Perfekt. Auf jeden Fall haben wir sie vernichtet. Und es ist genau das passiert, was ich halt nicht vermeiden wollte. Ich wollte nicht meine Männer verlieren, sondern ich wollte, dass die Miliz, die ich angeheuert habe, Männer verliert. Digga, das war. Naja. Dann kann ich denn jetzt irgendwie sagen, Feuer einstellen und mit Schwert kämpfen oder so? Okay, perfekt. Und jetzt lauf mal hin. Ach geil, die sind zerstört. Beziehungsweise weg, weil ich die jetzt nicht mehr bezahlen kann. Ah, okay. Egal. Wir haben es wenigstens geschafft. Mit dem bisschen, was wir noch übrig haben. Die Banditen erfolgreich zu besiegen. Ja, dann würde ich sagen, plündern wir noch eben kurz deren Lager. Guck mal, jetzt laufen auch die Dorfbewohner wieder. Also jetzt richtig, jetzt drehen sie sich nicht mehr im Kreis, aber ab in die Schatzkammer, alles. So, eins und das hier auch. Perfekt. Gut. So, dann zurück ins Dorf. Und damit wäre das auch geschafft. Aber wie ist das jetzt hier mit dem Dorf? Machen die jetzt arbeiten? Die reparieren die jetzt irgendwie was? Nee. Die sind irgendwie noch immer etwas schockiert, habe ich so das Gefühl. Naja, mal gucken, ob wir den Spielstand so noch weiter fortführen können oder nicht. Das und vieles mehr aber in der nächsten Folge. Danke, dass ihr ein bisschen zugeschaut habt. Ich sag ciao, bis zur nächsten Folge.